Hallo und herzlich willkommen beim Poki. Schön, damit ihr wieder auf meinen Kanal gefunden habt. Ja, SCS hat ja letztens ein Infovideo rausgegeben, damit für ATS noch ein schönes DLC dieses Jahr rauskommen soll. Da haben sie so ein kleines Video gebracht mit so kleinen süßen Bienchen drauf. Und daraufhin hat ein anderer großer YouTuber, der auch öfters ETS2 und ATS Videos macht, etwas gesagt, und zwar es sollte das DLC Utah dazu kommen. Naja, wir lassen uns da erstmal überraschen. Wir haben dann nämlich eine andere Theorie. Ich und meine Freunde waren letztens bei ATS mal so ein bisschen unterwegs und haben da doch ein recht komisches Schild gefunden. Ich zeige euch das mal. Ja, ich bin auf dem Desktop, da muss ich ganz kurz hier mal raus. Ich glaube, dieses Bild war das. Da bin ich nämlich an, da waren wir, glaube ich, irgendwo, nicht löschen. Irgendwo in der Firma ganz oben in Washington unterwegs, und da ist uns dieses nette Schild hier aufgefallen, wo Idaho drauf steht. Naja, dazu kann man sich jetzt seine Meinung bilden oder sonst was. Wir lassen uns mal überraschen, was da kommt. Jetzt noch mal ein anderes Thema zu den Bienen, weil die Amis, die sind ja auch so ein bisschen, ne, machen da in Bienenzucht ein bisschen was, weil die Bienen sind ja kurz vorm Aussterben und die fahren da mit Züge, mit LKWs im ganzen Land herum und verteilen da die Bienen und was weiß ich, was die damit noch machen. Naja. Da wollen wir mal schauen. Ich schätze mal, die fahren von Staat zu Staat die Bienen rum. Vielleicht kommen dann Anhänger dazu, vielleicht kommt Utah dazu, vielleicht kommt Iowa dazu oder sonst was. Vielleicht kriegen wir dann Idaho, vielleicht mit Anhänger, damit wir Bienen durch die Gegend fahren. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns alle mal überraschen, was da jetzt kommt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Bye bye.